Kannst du da nicht irgendwie so einen Lamer-Move auspacken? So weg und immer nur. Zeig ihn mir. Dann mache ich ihn gerne. Natürlich! Weil sie alleine ja noch nicht nervig genug ist. Wobei ich das eventuell zu meinem Vorteil nutzen könnte, wenn ich die ganzen Shurikens zurückschmeiße. Das ist doch wohl. Ist das jetzt deren Ernst hier in dem Spiel? Na komm. Ich hab das geblockt. Ich hab alles geblockt. Ja, das ist ja wohl. Also. Ich finde ja gar keine Worte für sowas. Das macht dir gar keinen Schaden. Wie sie halt immer wieder drankommt, ey. Mönch, der Mönch. Oh, Mönch, Mönch, hab ich gar nicht gesehen. Danke, Mann. Ja, jetzt ist Phase hier. Jetzt ist durch. Nee, jetzt gewinnst du. Pass auf, der Mönch, der macht das jetzt. Einfach nur weglaufen, den Mönch machen lassen. Nee, die zerlegt auch den Mönch ganz. Oh, der Mönch ist tot. Ja, den Mönch nicht zu zerlegen. Die hat mal einen Mönch zerlegt, Mann. Jetzt ist sie gestunt. Für 3 Sekunden, so ungefähr. Ist auch so toll, dass der Stun so viel bringt bei Bossgegnern. Das ist so, das ist genauso wie die Giftattacken irgendwie bei Rollenspielen oder so, wo dann ist, was heißt Gift, so Paralyse oder sowas, wo es dann heißt, ja, der Boss ist immun gegen das. Ja, dann kannst du es auch rauslassen. Und genauso ist das hier mit dem Stun. Ja, du kannst die stunnen, aber das macht keinen Unterschied. Die ist eh in 2 Sekunden wieder da. Nee, ich hab, nicht du. Oh, bist doch ein dreckiges. Wolltest du das nicht mal auf leicht stellen? Das ist schon auf leicht, mein Freund. Oh Gott. Oh Gott. Ist nicht dein Ernst, oder? Das ist, Alter. Das ist nicht dein Ernst, dass das schon auf leicht ist. Das ist leicht. Überleg dir mal schwer. Da hast du deine wahre Freude mit. 3 Gatling-Kanonen da. Du kriegst sie auch nicht. Ja, dann blockt sie und dann bist du auf einmal wieder in der Void Zone und dann ist vorbei. Deine Ultis blockt sie. Es ist unglaublich. Guck mal, wie viel Leben ich hier schon abgezogen habe. Ich bin schon ein Killer, ne? Ja, du bist schon der Barbo. Du kannst du nicht hochstellen, dass ihr mehr Leben abziehst? So, so jetzt aber. So einen starken Stiefel anziehen und dann richtig schön Knallgas geben. Das wäre natürlich cool. Eintritt, richtig schön Damage. So, Kinder, nehmt euch mal einfach für die nächsten 3 Wochen nichts vor. Das dauert noch ein bisschen. Das ist hier noch lange nicht. War's tot? Das hat letztes Mal besser funktioniert. Ja. Stell doch mal natürlich, auf Natürlich, sie weicht aus, so dass ich in ihre Void Zone reinlaufe, ey. Nein, das ist... Ich finde, der Kampf ist auch ohne Void Zone schon schwer genug. Die Frau hat doch echt die hat doch gesoffen. Aber so richtig. Und wieder rein in die Void Zone. Jetzt lass mich in Ruhe, ich will hier weg. Und was für ein Radius die auch hat, ne? Wenn man sich das mal von hier hinten anguckt. Ja. Ich habe ja sehr oft gesagt, dass sie irgendwas lame oder feige ist, ne? Aber das hier. Da setzt dem Ganzen nur die Krone auf. Wow. Dann war ich auch noch so scheinheilig. Ja, ich würde mich mal über einen richtig geilen Bosskampf freuen. Du kämpfst ja gegen Mutter Teresa. Und du kannst auch nichts, was sie macht, blocken irgendwie. Aber sie blockt natürlich alles. Man kennt das ja mittlerweile. Man kennt das. Ja. Gib's mir hart. Blöde Kuh, ey. Was ist denn da jetzt explodiert? Was war das? Keine Ahnung. Die schummelt doch. Ja. Ja, immer schön die Voids und so platzieren, dass ich nicht durchkomme. Man kennt das. Das war ein Geräusch gerade. Unglaublich. Wenn du das alles auf einmal blockst, das klingt richtig komisch irgendwie. Aber es ist schön, das alles mal geblockt zu haben. Das ist nett. So.
Ich weiß nicht, was diesmal anders ist, aber mir gefällt's. Das kann gerne so weiterbleiben. Ich versteh's auch gerade absolut nicht. Und wenn man halt nicht dauernd in die Void Zone... Ah, jetzt ist sie ausgewichen. Aber wenn man nicht die ganze Zeit in der Void Zone feststeckt, so hier, dann läuft das scheinbar. Ja, aber meistens stehst du da ja drin. Das ist das Problem. Ich hatte gerade auch einfach nur Sauglück. So, was ist das eigentlich für ein Angriff da von ihr? Was ist das? So. Wie willst du das beschreiben? Natürlich. Ulti? Nee, die blocken wir. Ultis brauchst du nicht. So, jetzt kriegst du erstmal wieder einen Tritt in die Niere. Jetzt nochmal ein bisschen Drachenkampf hier. Guck, wie lang sie in der Dings ist, wie lang sie im Stun ist. Das hat sich... Das lohnt sich. Ja, aber du hast eine reelle Chance diesmal. Du hast eine reelle Chance. Ja, ich glaube auch. Es sei denn, die hat jetzt noch irgendwas in der Hinterhand. Wo ist dein Mönch? Wo ist dein Mönch? Ich will einen Mönch, aber ich krieg keinen mal wieder. Einfach über die Void Zones rüberfliegen. Hat sich, glaube ich, als sehr, sehr gute Strategie erwiesen, oder? Ja, das nicht. Das Problem... das... Was ich geschafft habe, ist halt, dass ich ihr genug Damage gemacht habe, dass die Void Zones kurzzeitig ausgeschaltet werden. So, hier, das hier. Aber sonst, wenn ich normal drüber fliege, dann ist ihr das auch egal. Ja, da hat sie mich wieder. Oh Mann, wo ist mein Mönch? Ja, mit dem wäre das jetzt natürlich geritzt gewesen, ne? Mit Mönch wäre das Thema durch. Du kannst mir nichts anderes erzählen. Wie sie halt ausweicht. Das ist so richtig schön lame. So, jetzt gib ihr Knoppers! Bam! 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 Schläge muss geben! Was? Nee, oder? Wie sie halt meinen Ultis immer wieder aus... Das nervt mich am meisten. Weißt du, dann machst du dir schon die Mühe und dann hast du dann deine Chi-Energie oder was das ist zusammen für eine Ulti. Und dann blockt sie das. Und dann kloppt sie dich auf den Boden. Ich komme ja nicht mehr durch ihre Verteidigung durch. Wenn ich durch die Verteidigung durchkomme, dann bin ich ja schon wieder in der Void Zone drin. Ja. Also die Void Zone an ihr dran, die hätte echt nicht sein müssen. Weil wenn man noch in Nahkampf geht, was soll denn das? Natürlich, weil ich mit meiner Ulti in die Void Zone rein bin. Es ist doch. Du darfst auch mit der Ulti da nicht rein, sonst blockt sie dir das gnadenlos weg. Void Zones, ich meine, die ist ja im Prinzip selber schon stark genug. Warum macht man dann so einen Blödsinn da noch? Ja, lacht so dumm wie... So. Kling, kling, kling. Ja, los, gib ihr mal richtig schön Paroli hier. Im Prinzip ist es aber blöd von ihr, dass sie ihre Kumpels dauert. Life Leech. Ja, genau deswegen. So, jetzt komm her. Da ist ein Horn. Da ist ein Horn. So. Natürlich blockt sie das. Mönch-Time, komm. Der kommt nicht mehr. Der ist... Das Thema ist jetzt durch. Und jetzt. Mönch, klär das. Geh hin da. Ja, komm, gib ihr mal richtig schön. Ja, Mönch, Mönch. Ist hier schon tot, ja, ne? Nee, der steht da einfach rum und macht nichts. Er guckt sich das an und denkt sich, ach ja, ich bin ja auch noch hier irgendwie eingespannt. So, jetzt aber, komm, jetzt kriegst du richtig. Ja, es ist schon... Ah, jetzt ist er da, ist er down. Das ist... So, und jetzt aber. Wenn der Mönch mal so ihre Mega-Attacken so blocken würde, so von der anderen Seite, dann einfach sagt, hahaha, ohne mich. Wir machen das mal ganz genau so, wie die anderen das auch immer machen. Es wäre auch irgendwo okay, wenn die Void Zones um sie rum einfach sich drehen würden. Aber die bleibt ja immer so stehen, dass sie zwischen ihr und mir ist. Das ist so ein bisschen unfair, muss ich ja sagen. Und da ist vorbei, ey. Oh Mann. Die kann doch nicht so schwer zu knacken sein, die Frau. Nee, kann die auch nicht. Das... Jetzt komm. Hör auf mit dem Blödsinn. Tritt ihr ein paar Mal ins Gesicht. Und dann läuft das. Natürlich. Sie darf...
Warum dürfen die Bosse eigentlich immer alles blocken und es ist so... Aber du nicht, du nicht. Nee, blocken? Du natürlich nicht. Blocken ist nur was für Bosse. Und wie sie halt jetzt schon wieder ihre Du kannst machen. Guck dir das an. Guck dir meinen Lebensbalken an, ey. Da, ich guck mal, ob es da irgendwie eine fisselige Strategie gibt, damit man die so ein bisschen... So, Kung Fu Strike. Guide. Ja. Wo haben wir es denn? Was? Ja, ich will mir keine YouTube-Videos angucken. Ich will jetzt was lesen. Lesen? Aus welchem Jahrhundert kommst du denn? Ich kenn das noch. Meinst du? Also, ich schreibe einfach Duel. Das ist doch hier Duell. Final Boss. Das klingt schon mal tröstend, dass wir dann hier wirklich durch sind danach. Ja, das ist bestimmt eine Lüge. Meinst du? Verarschen uns wieder nur. Alter, okay, irgendwas ist da gerade im Spiel Luft. Lässt sich auch richtig schön zerbomben. Die können das auch nicht. Bin ich ja froh, dass ich hier nicht ganz alleine stehe. Nein, mach die Ulti doch nicht in die falsche Richtung. Der hat aber irgendwie zwei Mönche, wie kann das angehen? Ja, es gibt noch so eine Kombo mit zwei Mönchen, die sind aber nicht so stark wie der hier, weil die haben keine Stäbe dabei. Ja, aber der Typ, der macht das anders. Der kämpft gar nicht gegen die, der wartet immer nur, bis sie mal sowas fallen lässt und dann lässt er seine Minions dagegen antreten und rennt die ganze Zeit weg. Ja, bei mir lässt sie ja da auch nichts fallen. Die dumme Plunzkuh. Ich bin ja, in dem einen Kampf hatte ich ja keinen einzigen Mönch. Ey, die ist das doch... Das war böse. Die ist doch echt besoffen. Das war böse. Du kommst ran? Ja, dann musst du erstmal in Verteidigung blocken. Was, du bleibst in der Void Zone stehen? Ja, dann ist das dein Problem. So ist sie, ey. So und nicht anders. Ach, bitte, Vibe. Ein Vibe. Ein Vibe. Hat gerade mal einen halben Zentimeter an Lebensenergie verloren. Den Guide gibt's gegen die nicht. Einfach nur das schaffen, so wie du das machst. Ja, das ist sehr aufmunternd. Also gibt's jetzt hier nicht das Nonplusultra, was du da gegen die einsetzen kannst? Nein, ist leider nicht vorgesehen. Wäre schön, aber... Ich bin schon tot, ey. Die hat auch jetzt nicht wirklich so ein Moveset, das man auswendig lernen kann. Nee. Und wie gesagt, dass die Void Zones sich immer genau auf mich drehen, das ist so unfair. Ja. Wo hat man sowas schon mal, ey? Der ganze Kampf wäre nur halb so schlimm. Aber wenn die innerste Void Zone überhaupt weg wäre, dann wäre der ganze Kampf hier im Kindergarten. Ja, aber die ist nicht weg, die ist da. Ja, die ist. Aber Final Boss klingt wirklich gut, aber das ist, ich meine, was soll noch schlimmer werden als das? Das ist richtig. Ja gut, der gleiche Kampf mit so Kopierviechern. Der gleiche Kampf mit Opa, das wäre heftig. Also ja. Opa als Gegner. Weil der hat ja noch die fieseren Kombos rausgehauen dann mit seinem... Er drischt einen quer durch die Arena und sowas. Ja, und dann drischt er dich so schön in die Void zu uns rein. Kommt gleich Bonus-Stage, muss er auch noch machen. Opa verprügeln oder was? Ja, Opa und Void Zones und dann die Viecher mit dem Bomben. Ja, wobei das würde helfen wahrscheinlich sogar. Ich habe da gerade was gesehen. Ne, die rennen nur auf dich. Ja, wir schmeißen Bomben. Ja! So, Kartoffel jetzt! Los, Mönchi, gib ihr. Nicht in der Void Zone stehen bleiben, Angriff ist die Devise. Wächtermönche, ihr bleibt stehen. Es gibt Wächtermönche, es gibt betrunkene Mönche und es gibt die Mönche, die katholisch sind. Oh, bitte. Ich darf den jetzt selber katholisch. Hast du gewonnen? Nee, sehe ich so aus. Ja, ja, ich weiß, ich sehe aus wie ein Siegertyp, aber das läuft hier gerade irgendwie nicht.
Könnt ihr nicht Körper tauschen, mal ganz kurz?